Hallihallo, der Beutel hier, willkommen zurück zu Enshrouded. Wir haben jetzt offscreen quasi noch ein bisschen versucht, irgendwelche kleinen Nebenquests zu machen. Eine habe ich hier immer noch offen, ein verrotteter Kern. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir wollen ja nach so vielen Folgen doch mal neues Zeug sehen. Und zwar gehen wir nochmal hoch in das neue Gebiet. Und da ist noch die eine Quest offen, dass wir irgendwelches Handwerkszeug finden sollen. Dazu gibt es allerdings keine Wegweiser. Bedeutet, wir müssen jetzt hier nochmal schauen, ob wir irgendwo... Guck mal, hier ist zum Beispiel noch dunkel. Vielleicht fliegen wir da mal rüber in ein schwarzes Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Jetzt auf die Karte geschaut. So, da ist rotes Miasma. Dann fliegen wir ein bisschen links. Oh, hier Grafikbugs ohne Ende. Uiuiuiui. Also hier scheint irgendwas zu sein, was wir noch nicht kennen. Und da unten links geht es auch noch lang. Okay, wir schauen uns erstmal dieses Gebäude hier an, Freunde. Aber vorher erstmal was. Die Barten habe ich ja. Die ging ja recht schnell eigentlich. Ich denke, du hast gerade erst angefangen. Wie kannst du denn schon bei der Bartin sein? Okay, das sieht aber echt interessant aus. Alter, jetzt bin ich auch erschrocken. Hier ist zu. Mal eventuell hier durchkommt, durch diese Spinnwebis. Da konnte man einfach durchlaufen. Vielleicht muss ich hier durch irgendwelche Spinnweben durchlaufen. Durch irgendeine Tür mit Spinnweben. Wie die da drüben. Jetzt mal. Hallo? Nee. Das sind hier Kletterhaken. Das sehe ich jetzt aber auch nicht. Versuchen wir das hier aufzuschlagen. Dahinter ist was. Kannst du drüber hüpfen? Ja, kann er. Er kann seine Axt verschwenden oder einmal drüber hüpfen. So, das ist doch ein Gegner, oder? Frage, was wir hier finden. Ich aktiviere die mal. Finde alle Handwerksrezepte im Schwarzmoor. Die Dinger sind irgendwie komisch. Ich weiß noch nicht so richtig, wie die funktionieren, beziehungsweise... Wann die wo auftauchen. So, Gebet der Flamme Schriftrolle nützt uns gar nicht. Hallo, ich hänge hier fest. Was ist denn das? Dich raus irgendwie. Du schaffst das, ich glaube an dich. Nee, schafft er nicht. Okay. Kurz ins Hauptmenü. Nein, nicht beenden. Nicht bearbeiten. Okay, nochmal das Ganze. Mist, jetzt sind ja auch alle Gegner wieder da, ne? Egal.
Egal. Auf geht's. So, wo war denn das jetzt? Ich flieg schon wieder falsch, ne? Doch, hier war's. Alles gut. So, jetzt sind wir doch schon wieder. Jetzt nochmal hier aufmachen. Ah ja, nochmal. Über die Karte letzte Flamme. Wo steht das? Schnellreise zum letztbesuchten Altar. Okay. Nicht weiter. Was soll hier sein, Leute? Wenn hier nicht ist, ist hier nicht, ne? Hm. Ah, hier wäre eine Tür gewesen. Das Problem ist, dass halt bei der Quest wird ja halt nichts angezeigt. Keine Fragezeichen, nichts. Also wir wissen nicht mal, ob wir hier richtig sind. Na, wir können ja hier nochmal reinschauen. Und da steht hier. Verwiesene Geschichte ansehen. Hm. Ich habe zwischen den Gitterstäben gesehen, wie ein Yuka es unter dem Stein gehauen hat. Es klingelt was. Ich war in einem Käfig. Ja, die Geschichte habe ich ja schon gelesen, aber die ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Gut, dann haben wir das jetzt hier auch mal gesehen. Aber hier sind wir definitiv nicht so richtig. Aber wir gingen ja noch einen Weg nach rechts. Vielleicht finden wir ja da was. Nach links ging auch einer. So. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Oh, ihr Arschgeigen mit eurem Mist. Ja, fall da rein, genau. Kannst du selber mal wehtun. Sowas. Okay, hier geht's irgendwie nach unten. Hier geht's rein. Alter. Mach auf. So, nix zu lesen. Ah. Aha, also hier geht's einmal nach oben, einmal nach unten. Hm.
Okay. Da geht's noch. Ich guck erstmal runter, Leute. Irgendwie das Gefühl, dass hier unten auch wie eine Art Sackgasse ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir uns entscheiden. Nix zu lesen. Schalali, schalala. Wo geht's hier hin? Das wüsste ich so gern. Ist schon cool gemacht, das neue Gebiet. Also, hat so Atmosphäre, wisst ihr? So Dschungelatmosphäre. Hier wird es nochmal ins Miasma gehen und dann kommen wir aber auch wieder da raus. Na, wir laufen mal lang. Alles, was noch schwarz ist, können wir ja mal uns anschauen. Ist. Ah, da ist eine Brücke da oben. Jetzt sind wir einmal drum rumgelatscht, ne? Ja, jetzt sind wir hier wieder relativ am Anfang. Irgendwo treibt hier John Rambo sein Unwesen. Das ist krass mit diesem ganzen Brückenzeug. Überall blubbert's. Fledermäuse? Nee. Asthma-Wurzel. Okay, die kennen wir noch nicht, Leute. Ist gut. Die kennen wir noch nicht, die Asthma-Wurzel. Sieht mir hier so friedlich aus. Die lassen mich da jetzt nicht einfach die Miasma-Wurzel kaputt machen, oder? Okay. Cool. Haben wir erledigt. Müssen wir trotzdem jetzt nochmal dahin. Geil! Noch eine Miasma-Wurzel mitgenommen. Hefty, grüß dich. Okay, wir fliegen nochmal hinter ins Schwarze. Ich wundert's, dass wir aber noch nicht einen Anhaltspunkt auf diese Werkzeuge gefunden haben. Finde alle Handwerksrezepte. Es müssen ja übelst viele sein. Achso, wir müssen nochmal auf dieses Ding nach oben jetzt, ne? Bedeutet, wir müssen hier dran vorbei. Genau. Hier wollte ich noch mal gucken. Ich
Alright. Ist hier auch ein Handwerksrezept? Irgendwas zu lesen? Hm. Nicht wirklich, Leute. Hier ist auch nichts. Da sind wir ja gerade durch, ne? Genau. Dann kann es ja jetzt nur noch irgendwo in diese Richtung dort sein. Hm. Da waren wir ja schon, ne? Das einzige dunkle Gebiet, was jetzt hier noch da ist. Ist hier nördlich. Also hier geht's einen Weg hoch. So verwirrend. Sieht alles so gleich aus jetzt plötzlich. Ne, wir müssen eher hier rechts. Aber eher da lang, ne? Also hier geht noch ein Weg hinter. Schaut mal. Und hier geht noch ein Weg hoch. Gehen wir erstmal hier hinten lang. Haben die irgendwas geändert an der Zielvorrichtung? Jetzt ging's wieder. Das Gefühl, er macht manchmal komische Sachen. Also wie viel gibt's hier von euch? Hier wird es nochmal einen Weg hochgehen, aber... Oh, was bist denn du, Alter? Was bist denn du? Alter! Okay, die sind neu für mich, Leute. Aber jetzt gehen wir ja wieder in den Baum rein, da waren wir ja schon. Das wollen wir ja jetzt auch nicht. Hä? Okay, hier ist noch eine Wurzel. Geil, kriegen wir nochmal Fähigkeitspunkte. Super. Neuer Ort kartiert. Okay. Na wenigstens haben wir was entdeckt, was wir noch nicht gesehen hatten. Ist hier noch was? Wie die immer klingen, diese Viecher. Aber wieder kein Handwerksrezept. Also jetzt kommen wir hier raus. Dann gehen wir jetzt hier irgendwann links. Was haben wir hier noch? Scheint es auch noch irgendeinen Gang zu geben. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Müssen wir hier runter? Können wir wieder hoch, wenn wir einmal unten sind?
sieht hier halt so schlecht. Hier ist auch wieder nichts, ne? Doch, guck mal, hier geht's hoch. Wo denn jetzt hin? Ist das ein offizieller Weg? Sieht irgendwie gar nicht so aus. Okay, sind wir wieder draußen. Alter, was ist mit dir los? Okay, aber hier ist ein definitiv rotes, tödliches Miasma. Uiuiui, ja. Da geht's schon mal nicht weiter. Hier oben auch. Vielleicht ist da hier was bei den komischen Pflanzen. Warum sollten die sonst hier so komisch wachsen? Aber hier ist nichts. Hier ist weiterhin rotes Miasma. So, hier ist aber jetzt kein offizieller Weg mehr. Den versuchen wir mal wieder zu finden. Irgendwas, was nach links führt. Schwuppdi. Da, guckt mal. Sowas habe ich gesucht. Einsiedlerlager waren wir dort schon wahrscheinlich, ne? Wenn es angezeigt wird. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Oh oh. Oh oh. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, wir sind richtig, Leute. Ach du Scheiße. Okay, das ist echt crazy. Gut gemacht. Nein! Doppelt. Oh Gott, ey. Alter. Okay, es gefällt mir jetzt schon nicht. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Also er muss komisch nach unten schwingen. Ja, das hat geklappt. Da hinten ist irgendwas. Und hier ist eine große Tür. Kann ich die schon mal öffnen? Okay. Guck nur mal kurz raus. Ach du Scheiße. Einfach nur ein Hinterausgang nach hinten. Wo führt denn der hin? Hm. Okay. Ah. Fast übersehen. Überlebensgroß. Was für ein wunderbarer versteckter Tempel. Dieser Raum ist uralt und staubig, aber am meisten fasziniert mich der Eingang. Haben die Erbauer diese unglaublich gigantischen Türen für ihre Rasse gebaut oder liegt ihr Ursprung weiter zurück? Waren die Menschen, die vor Äonen hier lebten, einfach nur sehr groß oder so? Große Kerle werden überschätzt. Ich hätte stattdessen lieber einen stämmigen kleinen Edelmann. Mit so einem Körperbau würde er perfekt zum Rest unserer Familie passen. Prellin. Jetzt wird es natürlich dunkel. Ne, bisher noch kein Rezept.
Aber da ist ja noch irgendwas. Wir sind ja noch nicht durch. Jetzt haben wir nur echt das Problem, dass es halt wieder arschdunkel ist. Ich guck nochmal hier alles durch. Also muss hier irgendwo ein Haken sein. Oh, wo? Da in der Mitte. Komm ich da hin? Puh. Okay. Vielleicht jetzt endlich mal. Nö, ist nur eine Hängersachs Stufe 15. Blödsinn. Aber hier geht's noch weiter. Oder auch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Hier wird noch nichts angezeigt. Und wie gesagt, wenn man hier auf das Ding geht, aufs Tagebuch, Quests. Oh oh. Wartet, versteckte Handwerksrezepte steht hier unten, verwiesene Geschichte ansehen. Also du kannst hier nicht auf Karte anzeigen oder sonstiges drücken. Ja, da gerade noch was geknurrt. Leute. Ist halt auch nicht weiter, ne? Nö. Aber irgendwas knurrt hier. Oder ist da wieder so ein komisches Schlammmonster da unten? Kann natürlich sein, ne? Gehen wir mal darüber gucken. Nö, also hier geht es definitiv nicht weiter. An dem Haken sind wir ja darüber gekommen. Hier kommen wir wieder runter. Na gut, schade. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Wir gehen mal kurz nach Hause, ein bisschen hell machen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Na, ein bisschen können wir noch. Das ist alles dort, was sagst du? In diesem Gebäude oder was? Mach keinen Quatsch. Jetzt bin ich gerade raus. Achso, ne Quatsch. Müssen noch ein Stück schlafen. Kurz reparieren. Das ist alles dort fertig? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also du meinst, ach so, in dem Gebäude. Hier ist ja noch eine schwarze Stelle. Das ist jetzt die einzige, die wir noch offen haben. Versteckte Handwerksrezepte Schwarzmoor. Versunkene Stadt der Erbauer. Die kennen wir ja schon. Das ist so sinnlos. Hey, guck mal, das war's jetzt hier wirklich, ne? Hier ist nichts weiter. Aber wo sollen die jetzt noch versteckt sein? Kann ja dann nur hier in dieser versunkenen Stadt sein. Aber hier haben wir ja eigentlich schon ganz viel abgeklappert beim letzten Mal. Sind ja wieder die ganzen Blumen drin, ne? Oh ne. Das ist der Kollege. Der Blubbermann. Hallo.
Hau rauf. Du willst es doch auch. Nicht sein Ernst. Okay, nochmal. Tja, hier waren wir ja überall schon. Ich wüsste halt nicht, wo. Müsste man vielleicht mal einen YouTube-Guide gucken, ne? Hier sind die ganzen Blumen unten drinne. Genau. Genau die. Alter, Silvester. Hört auf. Was ist denn hier noch los? Nee, Leute, da weiß ich es halt echt nicht, ne? Ich weiß auch noch nicht, was es mit diesen Glühwürmchen auf sich hat. Die interaktive Map. Aber so an sich das Gebiet haben wir jetzt tatsächlich alles. Ich reiß nochmal da hoch. Soweit entdeckt. Also das muss schon irgendwo hier sein. Ist halt echt komisch, dass es diesmal überhaupt nicht mit Fragezeichen auf der Map angezeigt wird, ne? Finde ich irgendwie. Finde ich merkwürdig. Naja. Wir haben ja noch ein Stück Zeit. Wir können ja nochmal dieses eine kleine Fragezeichen in. Wo ist denn mein Guard oder wie das heißt? Kann ich das hier irgendwo suchen? Wartet mal, was suche ich? Keller in Mylord Anwesen. Weiß einer, wo das ist im Chat? Das könnte ja auch hier auch irgend so ein kleines Ding sein, ne? Du Scheiße, das finden wir doch nie. Distelhain. Mottenheim, Farntal. Verfallenes Lager. Brutnis, Plündererversteck. Tja, keine Ahnung. Im Miasma, Mottenheim, Niemandsdal, Wiesenhof. Pff, ey, keine Ahnung, das finde ich jetzt hier nicht. Ich glaube, da lassen wir das jetzt hier an der Stelle. Keine Ahnung. Ja, alles Mögliche sein. Eiswind ist im Miasma. Weizloh. Obertsburg. Augenblick. Bruchshafen. Zephyr, Saphir, Küstenwacht. Zu Turas Rast. Ich finde es nett. Rotfels. Ich weiß halt nicht, ob das so ein kleiner Punkt ist oder ob das doch ein größeres ist. Oh. Kleiner Punkt. Finde ich nicht. Komisch. Hat man schon? Niedrigwasser. Turas Rast. Nö, ich find's nicht, Freunde. Hm.
Naja, ich moderiere schon mal die YouTube-Folge ab. Sorry, dass wir jetzt hier am Ende noch so gesucht haben, aber ihr seht das selber, wie komisch das manchmal ist. Schade, dass es hier halt keine Suchfunktion gibt, ne? Und ich kann mir das halt nicht anzeigen lassen. Da steht hier wieder... Also ich kann es mir nicht anzeigen lassen. Und selbst wenn ich das jetzt aktiviert habe, ist es nicht oben im Kompass zu sehen. Schade. Gut, liebe YouTube-Freunde, dann sehen wir uns dann vielleicht doch mal in einem Dungeon wieder. Müssen wir ja. Oder ich finde raus, wo die Dinger sind. Wir sehen uns auf alle Fälle nochmal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.